Ja, du Lieben, Christian Schumacher, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe, vieles mehr und tätig in verschiedenen Teilen Deutschlands, aber ja, vor allen Dingen online. obviously. Und ja, ich wollte mal wieder ein Video machen für die Männer. Tatsächlich ist, ich habe mir meine Jahresauswertung mal angeguckt, ist das Video, was ich auch mal verlinken werde, für die Männer, die toxische Frau, ist tatsächlich eins der meistgeklicktesten Videos. Ich glaube, unter den Top 10 war das sogar. Und auch in den sonstigen Auswertungen hat sich gezeigt, dass so, ich war mit einer weiblichen Narzisstin zusammen, relativ häufig gesucht worden ist und ja, vielleicht viele Männer den Content nicht finden, weil ja im gesellschaftlichen Narrativ oder zum, vor allen Dingen auf Social Media immer gern gesagt wird, also der Narzisst, als wenn es sich das immer um Männer handeln würde und auch die Opfergruppen gern weiblich sind, was das ja auch nochmal füttert. Und das ist natürlich nicht der Fall, ne? Also ich meine, bei mir in meinen Kurssystemen, die du auf liebische.de findest, sind bummelig, ja, so ein Viertel Männer in den Sessions, die ich mache, würde ich mal sagen, locker ein Drittel Männer. Also wenn man jetzt nochmal abzieht, dass Männer sich ungerne Hilfe suchen, weiß ich nicht, ob das so einen großen Unterschied macht, aber es hat selbst, vielleicht gibt es Unterschiede, aber auf jeden Fall gibt es Unterschiede in der Art, wie das abläuft. Ich will jetzt nicht wieder all das wiederholen, was ich da gesagt habe in dem Video mit der toxischen Frau, guckt euch das gerne mal an. Ich würde heute mal gerne auf einfach ein paar andere Punkte eingehen. Einmal, also natürlich, wenn du in solchen Beziehungen warst, ja, such dir Hilfe, mach mein Kurssystem, dass du deinen Liebeschip da umprogrammierst, vor allem, wenn das öfter passiert hast, dass du dieses Beuteschema veränderst. Typischerweise ist der Mann in so einer Beziehung so ein Rettertyp, der dann völlig unter die Räder gerät, weil die Frau sich einfach, ja, ich bleibe jetzt mal bei diesem Begriff Narzisstin, wird ja bald alles wegfallen, diese ganzen Begrifflichkeiten, aber bleiben wir mal kurz dabei, jemand, der so extrem dramatisch, egozentrisch, wie auch immer, toxisch, manipulativ agiert. Bleiben wir mal kurz bei dem Begriff, sonst wird es, glaube ich, ein bisschen so kompliziert. Auch vielleicht ein bisschen antisozial, wie das ja auch in Zukunft mehr heißen wird. Also lässt sich einfach nicht retten, weil, ja, komm aus dir gerettet, ist schon wieder das nächste Drama, muss dir schon wieder Geld geben, hat sie schon wieder mit irgendeinem Ex irgendwie geschrieben und ich weiß nicht was so, ne? Und es gibt so ein paar Sachen, die mir, also gerade die Männer, die mir ihre Geschichten erzählen, die ähneln sich besonders und ich wollte einfach nur nochmal auf ein paar Aspekte eingehen. Also einmal ist das für Männer häufig eine Frau, die einerseits knallhart eiskalt ist, aber auch diese zerbrechlichen, vulnerablen Momente hat, wo man vielleicht eher sagen würde, verdeckter Narzissmus, was es ja bald nicht mehr gibt, oder ja, so völlig unaufgelöstes, unbewusstes Borderline, was so in die narzisstische Richtung geht, mit diesen zerbrechlichen, offenen Phasen. Viele von diesen Frauen sind wirklich Meister des Lovebombings und die Männer total einzuwickeln, einen auch so sexuell einzuwickeln, weil sie scheinbar all diese männlichen Fantasien befriedigen von absolut offener Sexualität, offen für alles, offen für alle möglichen also so Thrill-Sexualität an gefährlichen Orten mit, weiß ich nicht, mit gefährlichen Praktiken, ich weiß es nicht, und dass so der ein oder andere männlichen Fantasie vielleicht entgegenkommt, also man wird da komplett eingewoben in so ein, einerseits dieses, ah, die kann ich jetzt retten, andererseits, oh, die ist ja so hübsch, andererseits, oh, sie ist so sexuell offen, wir haben so wahnsinnig viel Sex, wo man so, viele Männer denken, sie haben den Jackpot gefunden, so. Das ist natürlich nicht der Fall, weil das sind eben dieses Thrill-Hunting, dieses auch teilweise sehr promiskuitive, nicht, dass das an sich falsch wäre, jetzt viele verschiedene Partner zu haben, aber es ist eben auch ein Zeichen von
ja, sehr, Frauen, die sehr toxisch agieren, dass die da einfach, ja, weiß ich nicht, also ständig diesen Thrill brauchen. Es gibt auch Frauen, die dann ein bisschen ins antisozial, früher psychopathische gehen und einfach immer nur Action, Action, Action. Und wenn es so richtig, ja, dunkle Triade mäßig ist, dann kann es auch sein, dass es gar nicht darum geht, nur die Bestätigung, sondern es auch, das kommt halt auch vor in diesen absolut hochtoxischen Beziehungen, so ein parasitärer Lebensstil, sprich, dass sie sich einfach, ja, die Ressourcen in deinem Leben haben will, ganz stumpf, ne, dass es gar nicht darum geht, nur Bestätigung oder so um dich geht überhaupt, sondern es darum geht, dass du, ja, vielleicht besondere Ressourcen in deinem Leben hast, vielleicht besonders viel Geld, Status und wo jemand dann einfach dran teilnehmen will, ne, und dann denkst du, du rettest jemand und in Wirklichkeit hast du dir da jemand reingeholt, der dein Leben aussaugt wie so ein Blutegel, so, ne, und plötzlich die ganzen Freunde werden irgendwie gegen dich aufgewiegelt und so weiter und du stehst alleine da und hast nur noch das, ne, also solche Formen nimmt das dann auch häufig an oder gesagt, oh, wie gesagt, du versuchst zu retten. So das Narrativ ist ja manchmal auch dieses von Pretty Woman, ne, von diesem Film. Jemand ist in so einer schlimmen Situation und du rettest denjenigen daraus. Vielleicht hast du jemanden kennengelernt über Prostitution, Escort, ich weiß es nicht, und denkst dann, jetzt haben wir eine Beziehung und du rettest sie daraus, während du in Wirklichkeit einfach weiter abdrückst für bestimmte Dienstleistungen und merkst es unter Umständen gar nicht selber. Ne? Muss man natürlich auch immer selber hinterfragen, wo man so gutgläubig ist, weil die Welt ist immer schlecht in vielen Punkten. Aber das ist ein anderes Thema, bei uns heute jetzt nicht so angucken. Nach der Beziehung, wenn du jetzt jemand hast, der auch große Wut hat, vielleicht so einen Männerhass, dann haben wir auch nochmal eine Besonderheit. Also während Männer, ich würde jetzt kein riesen gesellschaftskritisches Video machen, aber während Männer, ja natürlich, wissen wir ja alle, sehr aggressiv, gewalttätig werden können, hat das häufig, wenn es denn auftritt, diese Form, die man eben auch erwartet bei so einem Begriff, sprich, weiß ich nicht, Übergrifflichkeiten, vielleicht physische Gewalt, vielleicht eine extreme Form von verbaler Gewalt, werden sich das bei Frauen, wenn man jetzt mal sagen würde, es gibt ja auch so eine toxische Männlichkeit, wenn man sagen würde, eine toxische Weiblichkeit, sieht dann eher so aus, da gibt's, habe ich ja auch so interessantes Material gefunden, von so einem, glaube ich, kanadischen Psychologen, gibt's da eher dieses Reputation Destruction, hat er das genannt, also das hat eher so diese Form von, wenn du dann rausfliegst aus dieser Beziehung oder dich trennst und die andere Seite dann irgendwie noch eine Riesenladung oder eine Wut auf dich hat, weil du nicht mal parierst, dann erlebst du nicht diese männliche Form von Gewalt, sondern eben dieses Gerüchte streuen, weiß ich nicht, durch über irgendwelche Medien Sachen streuen gegen dich, die überhaupt nicht stimmen, falsche Anschuldigungen, ja, wie gesagt, irgendwas anhängen, Gerüchte streuen und das scheint tatsächlich so ein, ja, auch eine Sache zu sein, die manchmal Frauen untereinander machen und das finde ich, ich versuche immer beide Geschlechter wirklich gleich zu behandeln auf dem Kanal, das wäre wirklich so eine Form von toxischer, ja, kann man sagen, Weiblichkeit, man sagt dann, amerikanischen sagen ja, Toxic Femininity, ist vielleicht ein bisschen unscharfe Übersetzung, aber ihr wisst, was gemeint ist. Und das sieht dann eben so aus, so, ne? Also wenn du das hast in deinem Leben, weißt du, worum es geht, ne? Ist kein Zufall, sondern es hat dann eben diese Form, die so sehr hintenrum ist, sehr manipulativ und aber nicht weniger schädlich sein kann. Also zumindest, also vielleicht bedroht sie dein physisches Leben nicht so, das mag sein, ne? Das mag auch ein Unterschied sein zu Männern. Aber dein soziales oder sonstiges Leben kann dadurch extremst bedroht sein. Gibt es viele Beispiele, wollen wir jetzt nicht nennen, will da auch nichts triggern. Aber ja, das ist auch ein Fakt der Realität, ne? Ob man es jetzt gefällt oder nicht gefällt. Es ist, wie es ist, wie ich immer so sage, ne? Ja, ansonsten guckt ihr mal dieses Video an mit der toxischen Frau und freue mich natürlich über Kommentare und schau auch gerne mal auf meinem Instagram vorbei und ich bin jetzt auch auf Twitter unter Liebeschip und
Wir werden uns bald wiedersehen.